Ja, Harry, bis Moje in der Dia. Und dann, wo machst du dann hin mal besser? Also, wissen wir noch nicht. Bist du auch Reisender bitte? Wir kennen uns schon seit wann kennen wir uns schon? Seit 2010, glaube ich. An Silvester haben wir uns kennengelernt. 2010, weißt du das noch? Mhm. Wo du da, wo wir so besoffen waren und uns dann in diesem Billardclub da irgendwie verloren haben zusammen. Mhm. Und darauf folgenden Abend haben wir bei dir zu Hause eine Haschpfeife geraucht, haben die ganze Nacht Conan geguckt. Und mein Cousin, der Wichser, hat mich allein gelassen, als wir zurückgefahren, ne? Weißt du das noch? Mhm. Und Harry, was geht heute? Was machen wir Schönes? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Magst du noch ein Merci? Merci, dass es dich gibt. Ich habe eine Fahrkarte gefunden von so einem Studenten und der hat mir die geschenkt und da bin ich Sixer Bier noch geschenkt. Aber da ich ja kein Bier trinke, habe ich, bitteschön, habe ich jetzt 3 Euro noch bekommen für die Sixer. Ich bin hier ein. 3 Euro für die Sixer. Ah, egal. Geht doch, oder? Geht besser als nichts. Besser als nicht ausgeschissen. Und vor allen Dingen, Harry, müssen wir keine Flaschen im Mülleimer suchen. Was hast du denn in der Tüte drin, Harry? Flaschen. Ach, du sammelst halt die Flaschen. Und schöne Handschüchchen hast du dann. Aber schöne Schuhe hat er immer, der Harry. Guck mal, was für schöne Schuhe der hat. Das ist ja absolut. Hat er auch ganz neu gekriegt. Ja? Von der Dia oder was? Ja. Ey! Ja. So geile Schuhe haben die da. Mhm. Boah, die kosten 100 Euro im Laden. Das ist deswegen hast du mir die auch gekrallt. Bombe. Und Harry, jetzt willst du den Herrn gehen. Was machen wir im Herrn gehen? Ey, gute! Du hast die Kiffe holen. Gute. Was willst du? Du hast die Kiffe holen. Zum Kiffen? Der grüne, der Brokkoli-Mann kommt vorbei, oder? Ja, gehst mit, komm. Braun oder grün? Nee, Harry, ich bleib jetzt hier. Ich komm gerade von der Stadt. Komm doch gerade von der Stadt. Ja, und? Braun oder grün? Ich weiß nicht, wir gucken, was es gibt. Mal, da vorne suchen sie sich, das Helikopter, hörst du? Ja. Suchen sie sich, Harry. Ja, ich sehe aber gerade noch eine Frage. Jawohl. Und wo gehst du morgen hin dann? Nach Gera wahrscheinlich. Nach Gera. Da darfst du länger bleiben, ne? In Gera. Die 25 Cent! Das ist das Gold in der Pfandflaschenbranche. Ja. Silber ist 18, 15er. Und Bronze ist die Bierflaschen, die 18, ne? Harry. Ja. In diesem Sinne, wann sehen wir uns wieder, Harry? Ja, nächsten Monat, wenn dann. Nächsten Monat. Bist du dann da? Ich bin immer hier, du weißt doch. Wenn ja. Eine grüne. Ja, wo findest du dich? Wo wohnst du jetzt? Eine grüne Brokkoli-Mann kommt. Ja, du weißt doch, wo ich wohne. Nee, wo ich eben gar nicht. Ist nett? Naja, da reden wir nochmal beim nächsten Mal drüber, Harry. Auf jeden Fall nicht so weit weg von hier in Darmstadt. Wenn der Brokkoli-Mann kommt, Harry, da sagst du mir mal Bescheid, ne? Muss ich auf dich aufpassen. Nicht, dass du wieder im Bettchen liegst mit der Decke, so, weißt du noch? Oder dann gezittert hast. Und dann bist du runtergesprungen, Fenster runtergesprungen, Scheibe eingeschlagen. Und das helle Licht. Und beim Röntgen hast du auch kaputt gemacht. Aber die Zeiten sind lange her vorbei. In diesem Sinne, Harry, wünsch dir was. Schalt mal ein bei TV Plauze.